Willkommen zurück, ihr Lieben, auf unserem Kanal The BNTB. Wir spielen gemeinsam Norco und befinden uns in der Einheit B, wo wir auf die, ja, ich nenne sie mal drei Forscher gestoßen sind, die den Sumpf oder See im Auge behalten. Und jetzt von uns wollen, dass wir auf dem See an einem gewissen Punkt Messungen durchführen. Und das werden wir jetzt, denke ich, einfach mal machen. Wir haben jetzt jedenfalls den Schlüssel zum Boot und ein Messgerät. Nettes kleines Boot. Vielleicht kommen wir damit zu den Koordinaten, die wir in Ducks Haus gefunden haben. Aber für den Motor brauchen wir einen Schlüssel. Ja, den haben wir doch. Nein, stopp. Falsch. Mal sehen. Sieh einer an, es funktioniert. Lass uns eine kleine Spritztour machen. Fahrt ihr auf den See raus? Ja. Bist du viel da draußen rumgefahren? Ständig. Dann weißt du ja, wie es ist. Viel Land ist verschwunden. Sobald du an der Interstate 10 vorbei bist, siehst du kaum noch, wo das Wasser endet und das Land beginnt. Meinst du die Geisterbar, Jus? Ganz genau. Der Mann wendet sich dir zu. Versteht ihr, was ich meine? Ja, du sagst, dass das Land erodiert ist und wie offenes Wasser aussieht. Ganz genau. Sobald man unter der Interstate-Brücke da draußen durch ist, lässt sich das erodierte Land, in dem die toten Bäume liegen, kaum vom offenen Wasser unterscheiden. Dann fährt man vielleicht über Zypressen, die im Wasser liegen, und bleibt darin stecken. Wie sollen wir dann durchkommen? Diese seltsamen Jungs mit den Namensschildern, die zuletzt hier waren, scheinen gut durch die Geisterbarrios zu kommen. Sie sehen sich immer diese Karte an. Vielleicht wissen sie mehr als wir. Und noch was. Wenn ihr ein Sonar in eurem Handy habt, haltet es griffbereit. In diesem See sind alle möglichen Dinge verborgen. Und habt keine Angst, ins Wasser zu springen. Ihr werdet seltsame Dinge sehen, aber das sind nur optische Täuschungen durch das Licht. Nein, Mann. Da sind Geister im Wasser. Unsinn. Beachtet sowas gar nicht. Ich schwimme schon das ganze Leben in diesen Bajus. Wenn das Sonar anschlägt, taucht runter und seht nach, was es ist. Also ich habe mir diese Karte ja tatsächlich angesehen, aber... Bist du bereit? Warte. Ich habe mir diese Karte ja tatsächlich angesehen, aber wo diese saublöden Punkte sind, wo starten wir denn? Also wir sind hier. Der blinkt ganz langsam. Dann haben wir hier... Okay. Naja, mal schauen. Ob wir das hinkriegen. Entschuldigung. Gehen wir. Gut, Kay. Wir sollten unsere Detektivhüte aufsetzen. Hast du dein Handy griffbereit? Sehen wir uns das GPS an. Bei Duck haben wir zwei Koordinatensätze gefunden. Ein Satz war auf einen Brief geschrieben, in dem auch dein Bruder erwähnt wird. Darin steht, dass sie nach einem Kopf suchten. Ich denke nicht, dass damit der Kopf deines Bruders gemeint ist. Das ist nicht das, was ich sagen will. Aber ich habe das Gefühl, dass alles zusammenhängt. Die Koordinaten dazu führen uns auf die Nordwestseite des Sees. Sollten wir uns ansehen. Die andere stammen aus der App auf deinem Handy. Das war eine Art Notruf. Scheint vom Eagle's Pond zu kommen. Beide Koordinatensätze liegen jenseits der Geisterbarrios. Wenn wir dorthin wollen, müssen wir erst einen Weg durch die Geisterbarrios finden. Verstanden? Fahr du, ich lockere mir die Krawatte und entspanne mich. Ja, klar. Also, das ist jetzt quasi das Sonar. Okay. Ich fahre jetzt mal da... Ab da. Das Sonar schlägt an. Denkst du, dass sie dort unten etwas im See haben? Warum tauchst du nicht runter und siehst nach, was es ist? Sei bereit. Was der Mann am Pier gesagt hat, stimmt nicht. Dort unten gibt es Geister. Mein Partner ist ins Wasser getaucht, um Pfähle zu verankern, als er sein Camp baute. Er sagte, er hätte seinen Großvater im Wasser schwimmen sehen, der wie ein Rennfahrer gekleidet war. Er versuchte, ihm nachzuschwimmen, wurde aber in ein Loch reingezogen und landete am Ende in einem Pizzarestaurant 20 Meilen weit weg.
Wie gut, dass Feierabend ist. Sowas möchte ich nicht wirklich mit einem Hangover sehen. Tauchen wir doch mal. Als du in den See fällst, verschmelzen die Ampeln auf der Brücke zu einer Art Illusion auf der Wasseroberfläche. Du hörst den Verkehrslärm über dir und dann das Geräusch deines Falls und dann nichts mehr. Im See mit seinen Ablagerungen herrscht unendliche Stille. Er hält dich gefangen und du kannst dich nicht regen. Auf diese Weise erstarrt beobachtest du, wie sich die Autolichter hektisch einen Weg über die Brücke bahnen. Plötzlich durchdringt eine Geräuschexplosion diese absolute Stille. Für einen kurzen Moment kehrt die Stille zurück, bevor der Pickup ins Wasser kracht. Die Schockwelle befreit dich aus dem fesselnden Griff des Wassers. Der Pickup versinkt unnatürlich schnell, als würde er magnetisch nach unten gezogen. Du schwimmst zum Fahrzeug hinunter, die Scheinwerfer gehen aus, als du dich näherst. Die Innenbeleuchtung geht an. Blake befindet sich auf dem Beifahrersitz und ist verzweifelt. Der Fahrersitz ist leer. Er sieht dich und hämmert gegen das Fenster. Der Wagen füllt sich schnell mit Wasser, sodass das Licht erlischt. Du ziehst die Tür auf und schwimmst in die Fahrerkabine, als der Druck es zulässt. Du tastest verzweifelt umher, deine Lungen brennen. Das Licht in der Fahrerkabine geht wieder an und zeigt ein leeres Fahrzeug. Blake ist nirgendwo zu sehen. Das Licht pulsiert langsam, gleichmäßig und rhythmisch. Schalter umlegen. Das Licht blinkt zweimal schnell und pausiert dann kurz, bevor es erneut blinkt. So. Ich glaube, das ist das blinkende Licht. Das blinkende Licht Nummer 1 auf der Karte. Nee, schnell ist das hier nicht. So, das Licht scheint gleichmäßig. Zum Boot zurückkehren. Okay. So. Ja, da muss man aber auch erstmal dahinter steigen, ne? So. Jetzt haben wir die drei zumindest mal richtig. Und der nächste ist da oben. Da kommen wir sogar hin. Gut. Also, dann fahren wir mal zu den Speichen hoch und dann ist es ja so, dass wir angeblich Sumpfsicht erhalten. Gott sei Dank kann dieses Boot scheinbar nicht kaputt gehen. So. So, und jetzt müssen wir irgendwo hier hin. Ja, das sieht gut aus. So nah. So! Du springst in den Kanal und verfängst dich sofort in den Ästen eines gefällten Baums. Du versuchst, deinen Arm zu befreien, ohne Erfolg. Du ziehst, der Baum zieht ebenfalls. Und am Ende ist er stärker, sodass du durch Treibgut und Schaum gezogen wirst. Da das Wasser aufgewirbelt ist, kannst du nichts erkennen. Plötzlich wird der Baum heftig in die Luft gezogen und du gleich mit. Du hältst den Baumstamm fest umklammert und erblickst vor dir eine riesige Maschine, die Rauch in den Himmel spuckt. Die Maschine steht auf einem Boot. Auf dem Boot ist eine große Trommel befestigt, die sich langsam und kraftvoll dreht und das Seil aufwickelt, an dem dein Baum hängt. Auf beiden Seiten des Kanals erblickst du Arbeiter, die auf
Pirogen balancieren und Keile in die Zypressen entlang des Kanals schlagen. Einige starken die gefällten Bäume an den Rand des Wasserwegs, während sich andere paddelnd vor der Gefahr der ins Wasser stürzenden Bäume in Sicherheit bringen. Du befreist deinen Arm aus der Zypresse und kletterst auf das Boot. Ein Vorarbeiter steht auf der Plattform und blickt dich böse an, als das Boot langsam im Wasser versinkt. Er zeigt auf die Feuerbüchse an seiner Seite. Madeira, nicht langsamer werden. Du blickst auf den Kohlehaufen und die Schaufel neben der Feuerbüchse. Beides jetzt im Wasser, da das Boot weiter sinkt. Die Schaufel treibt auf dich zu, als das Wasser das Dach des Holzfällerboots erreicht. Das sinkende Boot kommt auf dem Schlick zum Stehen und du treibst neben der Feuerbüchse die Schaufel in der Hand. Das Licht der Feuerbüchse leuchtet weiter, auch in den Tiefen des Wassers. Das Licht scheint gleichmäßig. Nee, wir brauchen ein schnelles Pulsieren. Auch das ist falsch. Ja, das Licht blinkt schnell. Zum Boot zurückkehren. Das ist jetzt tatsächlich richtig. So, und jetzt erhalten wir Sumpfsicht. Mein Gott. Was ein Ding. Eieiei. So. Lasst mich mal schnell rauszoomen. Also, wir müssen hierhin und hierhin und wahrscheinlich auch noch hierhin. Ich glaube, das Schnellste ist erstmal hierhin. Hey, der Zacken. Okay. Gut. Dann mal hier entlang. So, das ist schon cool. Also wir haben jetzt quasi durch diese 4 Punkte Sumpfsicht erhalten. Ich muss nur gucken, wo wir am besten durchkommen. Am besten hier durch. Und dann hier entlang. Halt. Ich glaube, wir können auch da oben entlang fahren. Eieiei. So, und dann... Was ist denn das Einfachste? Ach, wir sind eigentlich im Prinzip da. Na, guck mal. Das ist ja... Das ist ja was. So, nu? Okay. Du tauchst ins Wasser. Du fährst mit den Händen durch die immer undurchsichtiger werdende Sedimentwolke. Ein einzelner Ast ragt aus einem größeren Gewirr hervor und du siehst zwei Lichtpunkte in Richtung des Astes. Als du dich näherst, erkennst du den Schatten einer Form. Du fährst mit der Hand darüber und berührst weiches, fast geleeartiges Fleisch. Der unverwechselbare Nasenrücken, die feste und unverwechselbare Textur von Zähnen, leuchtende Augen, hart wie Glas. Du befreist den Kopf aus dem Gewirr und schwimmst damit zum Boot. Ich glaube, wir haben gerade Johns Kopf gefunden. Ui, was hast du da, Kay? Einen kleinen Schatz aus dem See? Uah, du lässt den Kopf an seinen Haaren baumeln und zeigst ihn LeBlanc. Heilige Mutter Gottes. Der Kopf schwingt leicht im Wind. Das ist großartig, Kleine, aber bitte nimm ihn runter. Was ist mit den Augen? LeBlanc tippt mit dem Fingernagel auf eines der Augen. Das sind keine Menschenaugen. Er drückt seine Daumen in den Kopf, woraufhin die beiden glasähnlichen Kugeln aus den Augenhöhlen fallen. Der Kopf hat jetzt keine Augen mehr. Also gut, genug gespielt. Wir müssen uns noch bei den anderen Koordinaten umsehen. Ah, igitt. Okay. Das erfordert jetzt tatsächlich etwas Manövriererei. Ich würde mal sagen, ich melde mich bei euch wieder, wenn ich dort bin. Ja, ihr Lieben, da sind wir doch. Koordinaten Nummer 2. Lake Pontchartrain. Was? Okay. Was in Gottes Namen ist das? Das ist ein Super-Duck-Vogel, glaube ich. Mann,
Ich habe schon einige Weißkopfseeadler am Kanal beobachtet, aber noch nie so etwas. Sieht aus, als hätte jemand die Augen rausgerissen. Ich hätte Augen im Gepäck, also nur mal so als Hinweis. Du steckst die Augen in die leeren Augenhöhlen des Vogels. Uiala. Und da ist diese Sphäre wieder. Und die Sphäre heißt Blake, oder? Oder auch nicht? Mann, was? Dieser Vogel hat gerade eine schwebende Kugel ausgespuckt. Mr. Peachy hat uns immer erzählt, dass es Aliens in diesem See gibt. Was zum Teufel macht das Ding? Sieht fast so aus, als würde es dich beschnuppern. Die Sphäre schrumpft und versteckt sich in deinem Mantel. Wie bei unserer Mutter. Das ist... Oha, du hast wohl einen neuen Freund gefunden. Sei vorsichtig mit dieser Kugel in deiner Tasche, Kay. Pass auf, dass sie keine Laser aus deinen Augen schießt. Scheiße. Mir tut dieser Vogel irgendwie leid. Das war das erste Mal, dass ich gesehen habe, wie ein Alien das einem Vogel antut. Diese Hitze, die von diesem Ding ausgeht, macht mich ganz unruhig. Lass uns gehen. Ja, jetzt haben wir... Blake, also jetzt steht da aber auch Sphäre. Jetzt steht nicht mehr Blake da. Okay, ich habe mein ganzes Leben in Norco verbracht, habe noch nie einen großen mutierten Fischadler gesehen. Okay, was haben wir eigentlich da noch dabei? Diese Notiz. Ein Messgerät, um Strahlung zu messen. Okay. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich glaube, dass wir das vielleicht hier verwenden sollten. Du hältst das Plastikgerät vor den riesigen Adler und drückst den Knopf mitten vor sein Gesicht. Der Zeiger im Messgerät zittert einen Augenblick, bevor er rot blinkt und sich in einem Winkel von fast 160 Grad einpendelt. Okay. So, wie komme ich jetzt hier zurück? Was muss ich hier noch tun? Hier haben wir etwas im See. Versunkener Kopf. Kanalmann. Naja, also ich meine, der Kanalmann, der wird auch nicht... So. Ah ja, okay, so kommen wir zum Boot. So. Hier drüben ist aber auch noch irgendwie was. Da war auch noch ein Jagdstand. Wir gucken einfach mal, was wir hier noch Interessantes finden. Nee. So. So. Ach, guck, hier haben sich irgendwelche Druiden verschanzt. Mit der Katze. Mit vielen Katzen und aber auch einem Hund. Okay. Wer seid ihr denn? Drei Garretts bewachen den Durchgang. Ihre Tonsuren, Roben und verschmierten Stirnen wecken etwas in deiner Erinnerung. Was ist das? Spielzeug? Ja, das ist mein Spielzeug. Was macht es? Was immer ich will. Sag, wo kriege ich so ein Namensschild her? Die gefallen mir. Es ist zu spät, wir haben keine mehr. Ich glaube, wir haben fast den gleichen Geschmack. Ich bin vielleicht ein wenig mehr der böse Bulle. Ich kenne mich auf der Straße aus. Du siehst mir aus wie ein Freak. Du trägst eine Geldbörse mit Kette. Wenn wir in einer Band auf Tour wären und aus dem Tourbus steigen würden, würden sich alle fragen, wer dieser Typ und sein kleiner freakiger Freund sind. Ich weiß nicht. Ich bin jetzt rund 5 Minuten in deiner Nähe. Das reicht mir. Ach, wir sollten das öfter machen, Bro. Hier so abhängen. Ich werde den Planeten heute Nacht verlassen. Wann kommt ihr wieder? Ihr seid nach meinem Geschmack. Hier soll niemand mehr durch. Befehl vom Kanalmann. Es sei denn, ihr habt den Boten dabei. Seid ihr die mit dem Boten? Wir haben einen Kopf im See gefunden. Oh, ihr habt ihn gefunden? Wir haben ziemlich lange danach gesucht, aber ohne Erfolg. Was zum Teufel ist passiert? John hat bekommen, was er verdient hat. Er hat uns für selbstverständlich gehalten und wollte uns kein cooles Tempelritterzeug tragen lassen. Da hat Kanalmann einen Alpha-Move rausgehauen und ihm den Kopf.
Und das findet ihr okay? Ja. John hat echt genervt. Das fanden alle. Wer ist denn der Bote? Ja, genau. Das große, runde Ding mit dem Saft drin. Oh, du meinst die Saftkugel? Mann, wir haben sie gleich hier. Kate, zeig sie ihm. Zeig ihm die Saftkugel. Ja, Kanalmann, unser neuer Daddy. Ja, das ist Pawpaw. Wir suchen meinen Bruder. Cool. Kennst du einen Typen namens Blake? Kleiner Loser, dem die Klamotten nicht so richtig passen. Der Sohn der toten Lady. Oh, ja. Der Sohn der Jesus-Lady. Der ist drüben bei der Arche. Ist gefesselt wie ein Schwein. Lebt er noch? Ja, ja. Kanalmann kümmert sich um ihn. Dem geht's gut. Hörst du das, Kay? Wir müssen durch. Sie halten deinen Bruder gefangen. So, also wir müssen auf alle Fälle durch. Wir erwarten die Trägerin des Boten. Kanalmann hat prophezeit, dass sie durch diesen Bayou kommen wird und den Boten in ihrer Tasche verborgen hat. Wir funken ihn an, wenn sie weg ist, damit er ihren Thron vorbereiten kann. Kay hat diese große Murmel bekommen, die geschrumpft ist und sich in ihrer Tasche versteckt hat. Redest du davon? Ja. Kay, zeig ihm die Kugel, die du im Schnabel des Vogels gefunden hast. Warte, bis du dieses Ding siehst. Zeig es ihm, Kay. Ich kann dir den Kopf zeigen, aber... Das ist es. Ist es das? Das Licht spendet Kraft und ist heilig. Ich kann die kristallene Struktur von allem sehen, das mich umgibt. Durchflute mich mit einem weiteren Kuss. Ich bitte dich. Ich bin kurz davor. Nur noch einmal. Bitte Gott. Okay, fallt alle in Ohnmacht. Oh, ja, ja. Okay, jetzt sabbern die alle. Da waren ein Sumpf und ein See und eine Raffinerie. Und Kay hatte kein Gesicht. Ich bin es. Diese Welt wird zerfallen. Könnt ihr es sehen? Sie zerfällt, sodass das Licht, das im Salz verborgen war, neu strahlen kann. Ich bin die Sonne. Was? 03. Muss ich mir das merken in irgendeiner Form? Oh Gott. 03B 47DA. Würde es euch was ausmachen, uns kurz durchzulassen? Was? Oh, du hast den Boten. Gut, ja, du kannst durch. Kanalmann wartet schon. Hey, Red. Ja? Basis, bitte komm. Der Bote ist auf dem Weg. Bitte komm, Bodenkontrolle. Hier Jagdstand. Bitte komm. Garrett? Warum antwortet da keiner? Ah, die sind bestimmt mit den Startvorbereitungen beschäftigt. Ihr beide könnt mit eurem Boot hier durch. Sobald wir jemanden in der Basis erwischen, sagen wir Bescheid, dass ihr kommt. Ha, 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 ja, ja. Okay, also wir können durch. So, du hast sie uns gezeigt. Von dir hat der Kanalmann gesprochen. Sobald wir jemanden in der Basis erwischen, sagen wir Bescheid, dass ihr kommt. Dann machst du also nicht nochmal Schweinkram in die Hose. Was? Als sie dir vorhin die Kugel gezeigt hat, hast du ausgesehen wie ein notgeiler Hund. Keine Ahnung, wovon du redest. Ihr könnt durch. Okay. Also, und was aber bedeutet, wir können jetzt hier weiterfahren. Nach da oben. Das ist alles ganz schön schräger Scheiß, wenn ihr mich fragt. So, und dann müssten wir eigentlich hier, genau, irgendwo hinkommen. Also zum Raumschiff quasi. Also hier müsste dann eigentlich diese Bar... Okay. Keiths News-Alarm. Okay, Keith ist im Ring. Keith war ja unser Verschwörer. Das war vielleicht ein Abend in Norco, Leute. Ich komme gerade von Shields exklusiven Karnevalsball, bei dem Laura St. Clair tot in ihrem Büro gefunden wurde. Und die Leiche der in Ungnade gefallenen Catherine Madeira, keine Freundin der Familie St. Clair, wurde im Red Church Mausoleum exhumiert. Zufall? Keith hält das für unwahrscheinlich. Und zu guter Letzt hat der charismatische Social-Media-Influencer Kenner John bekannt gegeben, dass er heute Abend ein selbstgebautes Raumschiff direkt hier im Sumpfgebiet von La Branche starten wird.
Schon und seinen Jüngern ist es gelungen, diesen Koloss in aller Heimlichkeit zu bauen, obwohl er direkt in der Einflugschneise des Armstrong International Airport liegt. War das alles? Nein, noch nicht ganz. Eine Insiderquelle erzählt mir, dass Krieg zwischen rivalisierenden Fraktionen von Kenner Johns Jüngern herrscht, den berüchtigten Garretts. Eine unbekannte Gestalt namens Kanalmann ist aufgetaucht, um Johns Herrschaft mitten in diesen Streitigkeiten herauszufordern. Und John, der so gut wie immer streamt, ist auf einmal nirgendwo mehr zu sehen. Ich kann euch sagen, wo der ist, den hab ich. So, Lucky ist noch immer unauffindbar. Unter den Garretts im Promenade-Einkaufszentrum bahnt sich ein Bandenkrieg an, hier die durchlaufenden Nachrichten unten. Manche glauben, dass der Verladeroboter bei S.H.I.E.L.D. von Ölpiraten in Brand gesteckt wurde. Nein, das waren wir. Thomas St. Leclair war heute Abend auf dem S.H.I.E.L.D.-Ball. Wer ist der Kanalmann? Ja, das ist alles so Mord an Laura St. Clair. Nein, die hat sich selbst erschossen, wird untersucht. Leichnam einer bekannten Wissenschaftlerin wurde heute auf dem Red Church Friedhof exhumiert. Ja, also das sind alles so Nachrichten. Wir waren da tatsächlich live dabei. Und wir haben einen Zuschauer. Also Keith hat einen Zuschauer. So, ihr Lieben, bevor das Ganze jetzt wieder längenmäßig ausartet, würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss und wir sehen uns bei der nächsten Folge Norco. Ich sage Dankeschön fürs Reinschauen und ciao, bis bald.